es das Jahr des Wasserhasen sein. Und man munkelt, es wird das Jahr der Hoffnung sein. Okay, wie gehen wir vor? Ich habe hier schon zweimal die Karten gezogen für euch. Nicht gelegt, ich ziehe sie wirklich nur. Also das ist kein Tarot oder sowas, denn das kann ich nicht. Machen wir zuallererst unsere Knisterkerze an. Und ihr könnt euch vielleicht schon einmal überlegen, was für Fragen ihr habt für 2023 oder ob ihr generell einfach irgendwelche Ratschläge hören möchtet oder irgendwas. Überlegt es euch einfach. Dazu ist,
Ich akzeptiere mich selbst und andere Menschen. Ich finde, das ist eine gute Karte und ein guter Hinweis. Eigentlich für alle, weil das ist, für die Menschen ist es eines der großen Aufgaben, die es zu schaffen gilt, zu erledigen gilt. Kommen wir zur Karte Nummer 2. Und sie heißt Erzengel Gabriel. Wenn du diese Erzengelkarte ziehst, ist das ein großer Segen für dich. Deine Botschaft lautet: Rufe den Erzengel Gabriel an, der auf dem weißen Lichtstrahl arbeitet, und bitte ihn um Gnade und innere Reinigung. Nun ist die Zeit gekommen, alte Erinnerungen, tief verwurzelte Gewohnheiten und Denkmuster loszulassen, die deine Schwingung auf ein niedriges Niveau herabsenken. Erzengel Gabriel wird Ordnung und Disziplin in dein Leben bringen, sodass alles leicht und reibungslos abläuft. Du kannst ihn auch um Freude und innere Klarheit bitten. Die Engel erinnern dich daran, dass du in Wirklichkeit ein schöner, lichter, weißer Geist bist und dass nur der Mantel aus Materie, der dich umhüllt, dein wahres Wesen verbirgt. Also stelle dir vor, dass du von einem reinen, weißen Licht umgeben bist. Lasse deinen reinen Geist zutage treten und sich in nie gekannte Höhen aufschwingen. Und die Affirmation dazu ist: Ich bin ein reines, lichtes Wesen. Das ist sowieso gut, immer mal wieder sich vorzustellen, dass einfach Licht zu dir kommt und dich reinigt. Je nachdem, was du siehst, vielleicht auch goldenes Licht, dass es deine Zellen wieder erneuert und einfach alles aus dir entfernt, was nicht zu dir gehört, nicht nur aus deinem Körper, sondern auch aus deinem Geist, aus deinem Energiekörper, aus deiner Aura, aus deiner Seele, dein ganzes System. Das ist ja sehr komplex und besteht aus vielen verschiedenen. Das sind eigentlich Wesen, man kann nicht Wesen sagen, aber das ist auch eine Existenzform für sich, und wir bilden ein gemeinsames Ich. Also einfach dein ganzes System reinigen mit dem Licht. Das ist sehr gut, sich das vorzustellen. Denn wenn du dir das vorstellst, dann passiert das wirklich. Die Karte Nummer 3 lautet Kreativität. Die Engel raten dir jetzt, all deine kreativen Möglichkeiten auszuschöpfen. Kreativität ist eine Energie, die auf Abenteuer und Veränderungen zielt. Sie kann dir eine neue Idee oder eine Inspiration für ein Buch, eine künstlerische Vision oder ein neues Projekt bringen. Lasse deine Fantasie freien Lauf. Wenn du nicht die richtigen Kanäle für deine schöpferische Kraft findest, bist du vielleicht entmutigt und voll innerer Unruhe. Also bitte deinen Engel, dass er dir hilft, deine kreative Energie auf ein lohnendes Ziel zu richten. Die Engelweisheit erinnert dich daran, dass du ein Mitschöpfer des Göttlichen bist. Setze deine Kraft mit Weisheit und Freude ein. Und die Affirmation dazu ist: Ich genieße meine kreativen Kräfte und setze sie zum höchsten Wohl des Universums ein. Richte ich immer zum höchsten Wohl. Für das Gut von allen. Kommen wir zu der Karte Nummer 4. Erzengel Raphael. Diese Engelkarte zu ziehen ist ein großer Segen für dich, denn Erzengel Raphael bringt Heilung, Gesundheit und Reichtum. Er wird dir helfen, deine Intuition zu entwickeln und Visionen zu haben. Rufe ihn an, wenn du jetzt in dieser Hinsicht Hilfe brauchst. Raphael schützt auch die Reisenden. Wenn dir eine Reise bevorstehen sollte, so ist dies eine Glückskarte für dich. Falls du ein Heiler bist oder sein möchtest, wird Erzengel Raphael dir reine göttliche Energie senden. Er arbeitet auf dem grünen Lichtstrahl der Heilung und des Gleichgewichts. Also stelle dir vor, dass du von einem klaren grünen Licht umgeben bist, und rufe ihn um geistige Führung an. Die Affirmation dazu: Ich bin glücklich, gesund und reich. Und Reichtum sollte man sich im Überfluss vorstellen, also Reichtum durch Überfluss einfach ersetzen, das Überfluss an Energien eben, an guten, positiven Energien in deinem Leben, dass du das einfach spürst und keinen Mangel spürst. Bene.
sie könnte deine Seele sich nicht weiterentwickeln. Das gilt sowohl für ein Leben einzeln als auch für global die Menschheit. Ihr wisst, was ich meine. Und dies ist deine Botschaft. Mache dich von allen Verletzungen, allem Groll und Zorn der Vergangenheit frei. Erst wenn du dir selbst und anderen vergibst, wird dein Karma aus der Chronik deiner Seele getilgt. Dann wirst du wieder Liebe in deinem Herzen spüren und genießen können und ein leichtes, unbeschwertes Gemüt haben. Bitte die Engel, dass sie dir helfen, all deine Verletzungen, deinen Zorn und deine Schuldgefühle in nichts aufzulösen. Sie werden dir alle Bürden von den Schultern nehmen. Wenn du bedingungslos liebst, gibt es nichts zu verzeihen. Liebe ist dazu da, um zu geben, also öffne dein Herz und gib anderen Menschen deine Liebe. Liebe empfangen und Liebe geben. Das ist von mir gewesen. Die Affirmation dazu: Ich verzeihe mir selbst und anderen. Ich bin frei. Vergebung macht wirklich alle frei. Okay, das war unsere erste Runde. Was ich noch sagen wollte: Falls ihr mit irgendetwas zu kämpfen habt, dann bittet einfach um Hilfe, egal wen, bittet einfach um Hilfe. Ihr könnt dabei nichts verlieren. Okidoki. Also ihr müsst mit allem nicht alleine irgendwie klarkommen und alles alleine ausfechten und so weiter und so fort. Ich muss kurz trinken, dann geht es weiter. Ah, kaltes Wasser. In der Kälte. Als nächstes ziehe ich diese Karten für euch. Das Engeltier-Orakel. Die sind sehr süß. Und dazu gibt es immer etwas in diesem Büchlein zu lesen. Denn die Karten verraten nicht alles. Nicht alles. Ach so, okay, das ist schon die erste Karte, die raus will. Und die zweite Karte, die raus will. Ich lese mal nur
über den Schmetterling da, über die einzelnen Tiere, aber ich lese immer nur die Botschaft. Die Karte mit dem Schmetterling sagt dir, dass die Zeit für eine tiefgreifende Verwandlung gekommen ist. Du bist bereit, deinen Kokon zu verlassen. Tu das nicht übereilt. Du brauchst eine Phase der Entspannung und der Ruhe, bevor du deine Flügel ausbreiten kannst. Nutze diese Zeit für einen Rückblick auf dein bisheriges Leben, der dir bei der Entscheidung, was du verändern möchtest, hilft. Und vergiss nicht, dass dieser Prozess unvermeidbar ist. Du wirst als eine andere spirituelle Person daraus hervorgehen. Schau dir die Welt mit erwartungsvollen Augen an und mach alles mit neuer Freude und Leichtigkeit. Bleibe in Frieden und Harmonie. Vergiss nicht, dass du ein geliebtes Kind des Universums bist und dir wunderbare Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Während du das Neue erkundest, bist du geschützt und wirst unterstützt. Du bist ein Gesandter der Engel und trägst Engelslicht in deinen Energiefeldern. Die Menschen sehen oder spüren deine innere Schönheit und werden dir mit Liebe und Fröhlichkeit begegnen. Also das sind innere Verwandlungen natürlich als allererstes. Vielleicht beginnst du deine spirituelle Verwandlung und so weiter. Die zweite Karte ist der Rabe. Sei bereit für Veränderungen. Come on, alle haben Veränderungen, das ist super. Da ist noch der weiße Rabe im Hintergrund und der schwarze mit diesem Wirbel hier. Lesen wir, was es zum Raben gibt. 114 ist die Seite. Diese Karte weist dich an, deine Gedanken zu beobachten. Achte darauf, dass sie positiv und erbaulich sind. Prüfe deine Absichten und sorge dafür, dass sie eindeutig sind und zum Wohle aller, auch zu deinem eigenen. Eine reine Vision bahnt dir den Weg zur Erleuchtung und zum Aufstieg. Der Rabe deutet an, dass du über Fähigkeiten und Talente verfügst, mit denen du Hindernisse auf kluge und ganz andere Weise umgehen kannst. Er warnt dich aber auch und rät dir, dich auf plötzliche Veränderungen oder einen Übergang in etwas Neues und Unerwartetes einzustellen. Ich finde, das ist nicht bedrohlich, das ist super toll. Du hast alle Unterstützung und Hilfe, die du für den bevorstehenden Übergang brauchst. Mega Karte. Super toll. Als nächstes haben wir den Eisvogel. Übrigens, bei uns in der Nähe gibt es jetzt Eisvögel. Wie krass ist das denn? Das ist das erste Jahr, wo ich sie gesehen habe hier. Sei geduldig und konzentriert, sagt es hier. Das will man nicht hören, ich weiß. Geduldig zu sein ist. Naja. Aber lesen wir mal, was da steht. Das ist nicht so, wie du denkst. Vielleicht, ich kenne die Karte. Die Botschaft. Diese Karte erinnert dich daran, dass es an der Zeit ist, dir über deinen Herzenswunsch klar zu werden. Formuliere deinen Wunsch positiv und bitte darum, dass er sich auf eine Weise erfüllt, die sich auf alle positiv auswirkt. Sobald du dich entschieden hast, was du in dein Leben bringen möchtest, sei bereit, ganz ruhig und geduldig zu sein, während du dich intensiv darauf konzentrierst. Achte auf Zeichen aus dem Universum oder auf deine Intuition, die dir zu einer bestimmten Vorgehensweise rät. Aber lass deine Gedanken nicht abschweifen. Vergiss nicht, dass sie das von dir Erwünschte unweigerlich anziehen. Werde sofort aktiv, wenn es in Reichweite ist. Dies ist ein Moment, in dem Geschwindigkeit und Energie gefragt sind. Das Universum eröffnet dir eine Chance. Bleib also positiv und geerdet, etwa
was Gutes kommt auf dich zu. Das ist auch schön. Also vielleicht wäre es nicht schlecht, ein Vision Board zu machen, gerade für das neue Jahr, wenn es dich anspricht. Und kommen wir nun zu der letzten Karte. Der Wolf. Die sind alle voll süß, die Karten. Ein kleiner und ein großer Wolf. So cute. Und da steht, sei unabhängig, aber arbeite mit anderen zusammen. Okay. Was hat uns der Wolf noch zu sagen? Hier ist er auch drauf. Seit 147. Außerdem hilft sie dabei,
dabei, Elektrosmog zu reduzieren. Die Quersumme dieser Zahlenkombination beträgt 1 und so enden sie auch mit einer 1 vor der 9, der Zahl der Unendlichkeit. Die 1 stellt die göttliche Energie und den machtvollen Beginn eines neuen Zyklus dar. Sie ist eine enorm positive geometrische Form und leistet deshalb äußerst wertvolle Hilfe. Sie steht für den idealen Verlauf eines großen Zyklus der Erneuerung, wie er gerade auf dem Planeten Erde eingesetzt hat. Die Eins ist kraftvoll. Du kannst durch sie verstärkt mit der Kraft des kosmischen Strahls Christi in Verbindung treten. Voll krass, dass der Christusstrahl jetzt schon wieder kommt nacheinander in einem anderen Deck. Wie cool ist das denn? Sie trägt die Kraft der göttlichen kosmischen Energie in sich und dient stets der Erneuerung. Diese Zahlenreihe ermöglicht es, dich an die positiven kosmischen Gesetze und das göttliche Wissen des Universums anzubinden. Ich finde, das ist voll gut gelaufen. Für uns. Das ist eine richtig coole Botschaft für uns alle. 8844-5719, Freunde. Und du kannst diese Zahlenreihe auf Wasser oder auf einen Kristall programmieren. Also auf Wasser programmieren heißt, dass man es auf einen Zettel schreibt und unter ein Glas Wasser zum Beispiel stellt für mindestens 3 Minuten und je nach Gefühl kannst du auch vielleicht länger lassen und dann schluckweise trinken oder gleich alles auf einmal, auch alles nach Gefühl, auf einen Zettel schreiben und also was du noch machen kannst, auf einen Zettel schreiben und unter eine vierseitige Pyramide legen, damit die Informationen auf dein Zuhause übertragen wird. Bei der Meditation verwenden, indem du ein Blatt Papier mit der Zahlenreihe an dein Herzchakra hältst oder sie in deinem Herzen visualisierst. Auf ein Stück Papier schreiben und es bei dir tragen oder in deiner Nähe aufbewahren. Auf ein Blatt Papier schreiben und dich darauf stellen. Verwenden, indem du deine Hände darauf legst. Laut aussprechen, um die Wirkung zu erfahren. Wenn du diese Zahlenreihe im Kreis schreibst, jeweils verbunden durch das Zeichen der Unendlichkeit, erhältst du das Schutzsymbol gegen Elektrosmog. Das zeige ich euch gleich. Es ist ein starkes energetisches Portal für die Christusenergie, die alle energetischen Belastungen reduziert. 73, Moment. Da. Ach, kann man nicht so gut lesen. Auf jeden Fall einfach die Zahl so im Kreis schreiben. Hier ist sie 1, 2, 3, 4 mal geschrieben und jeweils durch das Unendlichkeitssymbol verbunden. So. Okidoki. Also anscheinend wird es das Jahr der Veränderungen für uns, des spirituellen Wachstums. Wir werden mal sehen. Ich hoffe, dass das Jahr für euch sehr, sehr gut anfängt. Und dass ihr positive Gedanken hegt. Und dass ihr nicht das Schlimmste erwartet, sondern dass ihr erkennt, dass wir in der Zeit der Veränderungen sind. Und das ist nur alles. Es dient alles der Veränderung. Deswegen sieht es jetzt so aus. Okidoki. Keine Bange, alles wird gut. Okay, und jetzt möchte ich mich natürlich bei meinen Mitgliedern bedanken, der Elena Crew, EP Princess, Bullnock, Spiritueller Krieger, Ahn, Darkos, John Ghost, Finsteres Licht und Tina B. Dankeschön, meine Freunde, für eure Unterstützung. Und Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.